Herzlich willkommen zur Preacher's Minute, heute hier vor unserer tollen Wand. Mein Thema am Sonntagmorgen war Break the System, Überwinder statt Opfermentalität. Und wenn es vielleicht ein Thema gibt, was so ein richtiges Herzensthema von mir ist, dann ist es genau das, weil die Opfermentalität, mit der so viele Menschen rumrennen, macht alles kaputt, macht deine Berufung kaputt, deine Beziehung kaputt und die Möglichkeiten, die Gott dir geben möchte. Und wir sagen in dieser Kirche, wir wollen Menschen ausrüsten für das Leben. Und das ist eine Ausrüstung, die bringt dich auf ein neues Level. Das Thema ist Break the System, geh auf ein neues Level. In Römer 8 heißt es, wir aber sind mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Gott hat uns durch Jesus schon alles gegeben. Aber ich kenne es selber, es ist so leicht und manchmal auch so angenehm, in eine Opfermentalität reinzugehen. Es fühlt sich gut an, man kriegt Mitleid vielleicht. Es werden sogar fast wie Drogen, Botenstoffe im Gehirn ausgeschüttet, von denen man einfach nicht werden kann. Aber es macht dich genauso kaputt wie jede andere Droge auch. Und ich will dir vier Sachen geben, wie du ausbrechen kannst aus einer Opfermentalität. Das erste ist Dankbarkeit. Kultiviere Dankbarkeit in deinem Leben. Überleg dir jetzt genau, wofür bist du jetzt gerade dankbar. Das zweite ist, frag dich, wie kann ich in eine Situation, wo ich mich wie ein Opfer fühle, wie kann ich da Wert beisteuern? Was kann ich tun, um diese Situation zu verändern? Das richtet meinen Blick von mir weg auf andere. Und das dritte und vierte sind Buße und Vergebung. Und Buße ist ein altes Wort, aber es bedeutet nichts anderes als umdenken und anders zu handeln. Und Vergebung ist das größte Werkzeug, um Freiheit zu erlangen. Break the system. Überwinder statt Opfermentalität.